Hi Leute, ich heiße nicht nur Ole, sondern auch euch herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte mir, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt aufnehme, Wochenende an der Jade hier in Wilhelmshaven ist, mal einen Rundgang zu machen und euch dabei ein paar Filmaufnahmen vom Fest zu präsentieren. Viel Spaß euch mit dem Video! Aus der Nordseepassage rauskommt, kommt man hier links auf den Valui-Platz, den ich euch jetzt erstmal zeige. Und da beginnt dann auch die Festmeile. Es gibt hier zwar genug Parkplätze im Umkreis des Festes mit hier diesen Parkplätzen an der Straße, außerdem ja Parkhaus in der Nordseepassage und sämtlichen anderen Parkplätzen in Nebenstraßen. Da diese allerdings keine Kapazitätsbombe sind, empfehle ich euch, gerade an vollen Tagen dieses Festes lieber etwas außerhalb der Stadt, zum Beispiel hier am Nautimo zu parken und von da aus dann mit einem Park-and-Ride-Bus zur Kaiser-Wilhelm-Brücke zu fahren, wo ihr dann direkt am Fest quasi seid. Ja, es ist nur eine Empfehlung, aber was ihr letztendlich macht, müsst ihr selbst wissen. So, und die Meile beginnt hier mit einem Kunsthandwerker-Flohmarkt, sehe ich gerade. Schön ist es hier auf jeden Fall. Mal gucken, was es hier so für gute Stücke gibt auf dem Flohmarkt. Irgendwie ist aktuell auch noch nicht so viel hier los. Aber gut, das kann sich ja im Laufe des Abends noch ändern. Der Abend, den ich auf dem Fest verbringe, ist ja noch lang. Oh Mann. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich bin ja noch nicht auf der normalen Festmeile am Hafen und ich bin jetzt schon mega fasziniert, vor allem wegen den ganzen Sachen, die es hier auf dem Flohmarkt gibt. So, nachdem ich jetzt hier einmal kurz über den Kunsthandwerker-Flohmarkt gegangen bin, wo ich jetzt leider nichts Interessantes gefunden habe, gehe ich jetzt da lang zum Bontekai, wo dann die reguläre Festmeile beginnt mit Schiffen und so weiter und so fort. Und die Deichbrücke ist auch wieder drin und scheinbar für Fußgänger geöffnet. Das wollte ich jetzt hier letzte und vorletzte Woche, wo ich hier lang gelaufen bin, noch nicht glauben. Aber die haben es tatsächlich geschafft, als hätten sie die Brücke wieder aus dem Boden gestampft. Die ist zwar nur für Fußgänger jetzt geöffnet, aber war immerhin besser als gar nicht. Finde ich gut, dass sie das doch noch geschafft haben, die Brücke zumindest für Fußgänger zum Wochenende an der Jade zu öffnen. Und bevor ich jetzt am Bontekai lang gehe ich hier jetzt erstmal lang über die neue Brücke zur Wiesbadenbrücke, wo dann die Bundeswehr noch eine Ausstellung hat. Und man sieht, die Brücke ist fabrikneu. Klar, der Boden ist auch irgendwie der gleiche, obwohl auch der Gehweg hier so ein bisschen neuer ist. Und auch das Geländer hier, das war vorher ja ganz anders. Da war hier noch so ein Ausleger nach vorne. Vorne, den hat man mittlerweile nicht mehr. Beim neuen Geländer. Schön, dass man das jetzt geschafft hat. Und ja, es war quasi eine zweite Überquerungsmöglichkeit neben der schon vorhandenen Behelfsbrücke da hinten gibt, sodass sich das da halt nicht staut und die Menschen trotzdem entspannt durchkommen. Also so Feuerwehrwagen sieht man ja ständig.
Aber man sieht, zumindest wenn man kein Feuerwehrmann ist, nicht alle Tage, wie diese ausgestattet sind. Und da was ist auch mal interessant zu sehen hier mit diesem ganzen Zeug, was auch immer es ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Genauso wie, was das hier für eine Nummer ist, ob es irgendwie eine Wagenidentifizierungsnummer ist. Also ja, und hier steht jetzt nochmal so ein richtig großes Löschfahrzeug mit so einem Schlauch, der locker 10, 20 Meter lang ist und sowas. Und halt allem, was man zum Löschen braucht, bisschen hier Bergungskram, falls mal wo ein Unfall passiert, dass die Leute aus ihren Autowracks befreit werden können, Helme da oben und so weiter. Auf jeden Fall echt interessant, sowas hier jetzt mal zu sehen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich sowas hier sehe. Hier auf der Wiesbadenbrücke ist aber auch ganz viel von der Bundeswehr ausgestellt. Und zwar hier fängt das schon an mit den ganzen Waffen, die sie alle haben. Und es geht da hinten noch viel weiter. Und also ich gucke mir jetzt nicht alles im Detail an. Hier auch schon Panzerfahrzeug oder was da was ist. Ja, das könnte doch interessant werden. Also das ist schon krass, was die Bundeswehr hier so alles aufgefahren hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe von Bundeswehr und sowas absolut keine Ahnung. Vielleicht kennt sich da mal jemand von euch in den Kommentaren viel besser aus und kann mir halt sagen, was diese ganzen, was diese Fahrzeuge und so, wo was alle bis hier sind und so weiter und so fort. Bei der Bundeswehr gibt es natürlich auch Taucher. Und hier ist so ein Becken aufgebaut, wo man sich das mal anschauen kann. Also ich habe ja keine Ahnung, wonach die Leute bei der Bundeswehr ja überall tauchen müssen, außer vielleicht nach Minen oder so. Sowas. Aber schön, dass man sich das hier auch ansehen kann. Aber krass, dass es Leute gibt, die wirklich Taucher bei der Bundeswehr sind. Also ich könnte das hier mal nicht so holen wie irgendwo im Meer tauchen. Ich meine, im Schwimmbecken geht klar, weil da habe ich wenigstens einen Orientierungspunkt mit dem Boden. Aber wenn ich irgendwo in den Tiefen des Meeres tauchen müsste, da würde ich ganz schnell mal die Orientierung verlieren. Ich gucke mir jetzt mal hier ein vermutlich Kriegsschiff an. Ja, das schaut doch schon mal interessant aus. Da hinten steht auch eine große Fregatte. Da befürchte ich allerdings, dass ich das jetzt innerhalb der hier angegebenen Besuchszeit nicht mehr schaffe. Deswegen gucke ich mal, was mich jetzt hier so erwartet. Auch wenn es jetzt von außen gar nicht so interessant aussieht. Ja, das ist ja auch mal interessant, hier auf so einem Schiff zu stehen, was der Bundeswehr gehört. Weil das kann man ja sonst nie, wenn man kein Soldat ist. Ja. Und das mit dem Film, das ging auch problemlos. Es war ja so ein bisschen Struggle für mich im Vorfeld. Sehen die da, was hier streng auf diese öffentliche Veranstaltung oder sagen die, ja, mach mal. Aber weil die haben tatsächlich, wie gesagt, dass ich das gerne machen kann, solange ich nichts Militärinternes an die Öffentlichkeit hier weiterbringe. Auch die Einhaltung der Persönlichkeits- und Bildrechte der Soldaten vor Ort war Voraussetzung für mich, um trotz der strengeren Auflagen der Bundeswehr ein bisschen was von der Bundeswehrausstellung des Wochenendes an der Jade filmen zu dürfen. Deswegen musste ich die Soldaten, die bei dem Stand, wo die Waffen waren, und den einen, der neben diesem Panzerfahrzeug oder was da was war, stand, auch verpixeln. Das hier ist jetzt hier das, wo die Kapitäne immer stehen. Oh, und hier, das hier hat der Kapitän mir gerade erzählt, ist hier so, sind so Motoranzeigen. Also die zeigen halt an, wie viel km/h man fährt und so weiter. Und also da sind halt diese ganzen Diesel-Krams, ein Telefon. Und falls mal eine Brücke geöffnet werden muss oder sowas, macht man den Brückenwärter Bescheid sagen kann. Und was ich ganz interessant finde, hier ist ein Lenkrad und da drüben auch noch eins. Die bewegen sich synchron miteinander und ermöglichen halt, mit dem Kapitän da anzulegen, wo er, also auf der Seite anzulegen, wo er eine bessere Sicht hat. Finde ich ganz interessant, sowas mal zu sehen. Ich meine, ich interessiere mich zwar nicht für Bundeswehr, aber ich finde es mal interessant, allgemein so ohne Schiffstechnik zu sehen.
Vor allem, ich wusste das ja gar nicht mal. Also ich habe mich ja immer wieder gefragt, wie schaffen die das, was bei, also auch bei Nebel und so, wo war es gut zu manövrieren. Aber die zwei Lenkräder, die sie da oben an Bord haben, ermöglichen das. So, nachdem ich mir das ganze Bundeswehrzeug hier jetzt angeguckt habe, beame ich mich jetzt zusammen mit euch da rüber zu Bonsukai und gehe dann da lang Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke bzw. Südstrand. Da das hier ein Hafenbereich ist, sind hier natürlich auch viele Poller, damit wir die Schiffe anlegen können. Diese können aber besonders, wenn es hier sehr voll ist, wie zum Beispiel Samstagsabend so oder sowas, zur Stolperfalle werden, dadurch, dass man die vor lauter Menschen manchmal gar nicht sehen kann. So, ich habe mir jetzt hier für 5 Euro einen Bummelpass geholt. Das ist zwar relativ teuer, aber damit kann ich an vielen Buden und auch an den Karussells 50 Cent bis zu 2,50 Euro sparen. Und deswegen habe ich mir das Angebot, einen Bummelpass zu nehmen, nicht nehmen lassen. So, ich habe mir jetzt hier für 4 Euro ein Jever Pilsener vom Fass gegönnt und trinke auf einen schönen Abend auf dieser Veranstaltung. Oh. Geil. Auch wenn es ein bisschen überteuert ist mit 4 Euro für so einen kleinen Becher. So, nachdem ich jetzt hier erstmal ein schönes Bier getrunken habe, ist es in den letzten 15 Minuten jetzt doch auch schon ein bisschen voller geworden. Ich bin mal gespannt, wie sich das so im Laufe des Abends verhält. Es fängt zwar gerade an zu regnen, aber ihr seht, das hält die Leute nicht auf. Auch mich hält Regen nicht auf. Ne? Ich hab ja einen Regenponcho eingepackt, weil das ja angesagt war, dass es regnet. Den ich jederzeit rausholen kann, wenn es noch krasser wird mit dem Regen, als es jetzt gerade schon ist. Und die Seenotretter fahren ja auch ihre Runden. Das muss natürlich sein, falls jetzt mal irgendwie jemand hier in der Menschenmenge geschubst wird und aus Versehen ins Hafenbecken stürzt und sowas, dass die einen ihn dann schnell da rausholen können. Mittlerweile bin ich an der eben schon genannten Fregatte der F-125 angekommen. Oh, und wenn ich jetzt da filmen darf, dann zeige ich euch das. Und wenn nicht, dann müsst ihr ohne das, was ich da bei euch eigentlich zeigen will, auskommen. Tja, Pech gehabt. Die Besichtigungszeit des Schiffes ist jetzt leider vorbei, wo ich gerade hier bin. Schade eigentlich, aber ist dann halt so. Hoffentlich schaffe ich das nächstes Jahr dann in der Zeit, wo hier die Schiffsbesichtigung ist, mal hier hin. Aber jetzt gehe ich über die Kaiser-Wilhelm-Brücke dann zum Strand rüber, denn da erwartet mich das, worauf ich am meisten Bock habe. Thank you.
hoffe, dass es jetzt hier nicht zuwendig ist und ihr mich gut verstehen könnt. Ich bin jetzt hier auf der Südstrandseite vom Fest und hier steht auch schon und als erstes Karussell so eine Art Babykettenkarussell, wenn ich mal so sagen darf. Und hier auch wieder richtig mich voll, wie auch gerade, war eben schon am Bonsekai. Und da muss ich mich jetzt durchprügeln, wenn ich zu den Karussellen will, von denen da vorne schon eins aufragt. Heute Abend kommt übrigens auch Gregor Meile hier auf die Südstrandbühne. Da freue ich mich richtig drauf, weil Gregor Meile ist tatsächlich einer meiner Lieblingssänger. Aber erstmal versuche ich mich jetzt hier am Greifautomat. Mal gucken, ob ich da diesmal wenigstens was rausfische. Thank you. So, mal gucken. Scheiße! Ey, ich gebe dem Ding gleich den Kopf los, weißt du das? Boah, riecht mich der Scheißgreifer auf! So, ich bin jetzt hier unten auf dem Platz, wo die Karusselle stehen. Hier auf der rechten Seite steht hier Flyover als erstes. Das ist so, ich sag mal, gut 50 Meter hoch. Aber wenn ich mir so die ganze Hängetechnik ansehe, also an was es da hängt und sowas. Und wenn ich mal bedenke, wie hoch es da oben rumkreiselt, ist mir da fast doch ein bisschen suspekt. Wie viel Euro nimmt das hier? Ja, 5 Euro pro Fahrt. Oh. Naja, vielleicht überwinde ich mich, ich laufe es abends doch noch da einzusteigen. Musikexpress, 4 Euro eine Fahrt. Da hinten irgendwo der Autoscooter, vermutlich auch 4 Euro. Und ganz am Ende des Platzes, was war der? Ich weiß nicht, ob ihr das hier irgendwie seht. Und womit ich jetzt anfange, da vorne rechts Breakdance für 4 Euro. Eine kleine Achterbahn steht hier übrigens auch. Die nimmt 3,50 Euro. Und das Riesenrad nimmt sowas bei, ich weiß, 6 Euro. Damit fahre ich jetzt nicht, aber vielleicht später irgendwann oder halt auch im Laufe der nächsten Tage, was ihr dann im Video jetzt seht, wenn die Sonne untergeht. Aber wie gesagt, da fange ich das mal an. Jetzt nichts. Die Fahrzeit war super. Wir sind jetzt fast so 5 Minuten gefahren, schätze ich mal. Aber die Fahrt an sich war irgendwie nichts, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht ändert sich da was ja im Laufe des Abends. Ihr seht jetzt nochmal den Flyover und diesmal mal während er fährt. Und guckt euch das mal an. Und dann könnt ihr euch denken, warum es mir ziemlich suspekt ist, da mitzufahren. Obwohl das jetzt vielleicht gar nicht so aussieht, ich sage es mal so, aber das täuscht Leute. Aber hier auf der rechten Seite kann man sich ja noch eine Runde Musikexpress vorwärts gönnen für 4 Euro. Thank you.
Vorwärtsrunde, Musikexpress hat schon gut geballert. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Jetzt guck ich mal, was ich als nächstes mache. Vielleicht schaue ich mir das hier mal an, dieses Pirates Adventure oder wie das heißt und so sowas. Oder ich gehe jetzt, also oder ich suche jetzt einfach was zu essen. Aber ich sag, da habe ich mich jetzt auch noch nicht überwunden, da reinzugehen. Ich meine, also bitte lacht mich nicht aus deswegen oder sowas. Ich bin kein Angsthase oder sowas. Aber mir ist es einfach noch viel zu suspekt, wie die Dinger da aufgehängt sind. Und wenn ich mir die Höhe so ansehe, schöne Aussicht hin oder her. Aber dafür ist mir für mein Leben viel zu viel wert, als dass ich jetzt da unbedingt einsteigen müsste. Was mir hier beim Flyover aber auffällt, der Schausteller hat, wie auch gerade eben beim Musikexpress, nicht alles aufgebaut. Also das Geschäft hat eigentlich vollständig aufgebaut. Es lohnt sich, glaube ich, auch nicht für so eine Wochenendveranstaltung dann so einen krassen Aufbauaufwand zu betreiben. Deswegen steht das ja einfach nur mit dem Nötigsten, was es hat. Aber es ist ja egal. Hauptsache wagemutige Leute haben Spaß und sind hinterher gut gesichert. Dazu überwunden, in den Flyover einzusteigen. Die Aussicht ist toll, keine Frage. Leider kann ich euch davon nicht zeigen, weil es war mir ein bisschen suspekt, da oben mein Handy rauszuholen und dann eine Filmaufnahme für euch zu machen. Das mache ich später noch ein Riesenrad. Ich habe da auch des Öfteren beobachtet, wie da Leute in den Karussellen ihre Handys rausgeholt haben, um von der Fahrt Videos oder was weiß ich was zu machen. Oh, und da müssen wir auch wieder das Thema Sicherheit ansprechen, Leute. Packt alle eure Sachen, bevor ihr in Karussells steigt, in geschlossene Taschen, auch Brillen, Schlüssel etc., weil es kann passieren, dass wegen der Beschleunigung die Sachen rausfliegen und davon umherstehende Menschen getroffen und lebensgefährlich verletzt werden. Und ich meine, am Anfang, also als es hochfuhr und mich dann so dabei so langsam gedreht hatte ich die Aussicht noch genossen. Aber als wir dann ganz oben waren, hatte ich nur noch gebeten, dass wir irgendwann wieder runterfahren, weil das war so komisch, dass da oben irgendwie in so Stahlketten dran zu hängen, so ganz dünn Stahlketten. Mit dem Wissen, du bist gerade 50 Metern und wenn dir was passiert, bist du sofort tot. Ach, aber naja, das war irgendwie beängstigend, wenn ich ehrlich bin. Aber cool, das mal gemacht zu haben. Karussellfahren macht hungrig, deswegen suche ich mir jetzt hier an der Strandpromenade mal etwas zu essen. Ein Fischbrötchen, Pommes, keine Ahnung, irgendwie so was. Jedenfalls so eine Kleinigkeit. Ja, 4,90 Euro für ein Fischbrötchen. Junge, ist das krank. Aber das sieht ja schon mal ganz lecker aus. Das gönne ich mir jetzt erstmal, bevor ich mich gleich wieder auf die Festmeile stürze. Wie die Silbermöwe einfach auch darauf wartet, dass sie auch was von meinem Fischbrötchen abbekommt. Aber nee, du bekommst von mir leider nichts. Aber das ist halt der Nachteil daran, wenn irgendwelche Arschlöcher da draußen meinen, diese Tiere auch noch füttern zu müssen. An dieser Stelle gebe ich euch auch nochmal einen kleinen Tipp, damit die Möwen euer Essen nicht wegschnappen. Und zwar, wenn ihr am Strand seid und was esst, beobachtet euer Essen, das sind die ganze Zeit, weil dann haben die Möwen meistens keine Eier dabei zu gehen. Nachdem ich dann was gegessen habe,
lief ich erstmal noch ganz entspannt die Strandpromenade entlang, um das Essen sacken zu lassen, bevor ich mich dann wieder auf die Festmeile stürzte. Also manche aus meinem Freundeskreis sind mir auch echt solche Helden, ne? Sagen, wir treffen uns dann und dann da und da. Oh, und dann kommen die einfach nicht. Und jetzt gucke ich mal, wonach hier gerade ist. Danach macht es mir jetzt gerade definitiv nicht. Da bin ich ja vorhin schon eine Runde mitgefahren. Oh, Mann, wie gut geballert hat. Aber Mann, ich werde schon irgendwas finden. So, jetzt erstmal eine entspannte Aussichtsrunde im Riesenrad gönnen. Man sieht zwar jetzt nicht viel, aber ich finde es trotzdem entspannt. Und ich finde es halt auch cool, wie sie das Riesenrad hier vor einigen Jahren platziert haben, dass man ja halt auch direkt aus dem Meer rausgucken kann und der da halt Stadt sieht und so weiter. Nur leider sieht man das jetzt gerade nicht, weil diese Scheiben hier extrem beschlagen sind durch den Regen. Da habe ich aber auch was dazu gelernt. Zwar, ich habe mich ja gefragt, warum diese Schattenweiden hier sind, beim Frühlingsfest. Und da hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass das extra so ist, damit keiner aus der Suizidpanik oder was auch immer die Gondel in der Höhe verlässt. Ich bin ja auch gerade der Einzige, der Riesenrad fährt. Und das, obwohl es gerade wie aus Eimern schüttet. Aber wie gesagt, Leute, so was hält mich nicht auf. Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung. Und ich habe mir definitiv passende Kleidung mit eingepackt zu diesem Wetter. Um genau das hier und auch den Rest des Festes zu genießen. Aber ich sag's euch ehrlich, mit blauem Himmel oder zumindest wenn kein Regen hier ist, könnte man hier noch viel besser was von der Stadt sehen und so was. Aber naja, ist dann halt so. Was willst du machen? Das Wetter, da kannst du nicht ändern. Entspannten Ausfahrt im Riesenrad bin ich jetzt noch mal eine Runde Breakdance gefahren. Holla die Waldfee, der fuhr gerade eben noch schneller als heute Nachmittag. Also fühlte sich zumindest so an und ich habe mich auch viel mehr gedreht und sowas. Aber eine coole Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, der hält die Platte nicht ganz an. Der dreht die nur so runter, dass man da trotzdem aufsteigen kann und lässt die Platte weiter drehen. Finde ich cool, weil so wo kann man dann definitiv mehr Leute durchboxen, vor allem wenn es voll ist. Ich wollte jetzt eigentlich in dieses Pirates Adventure reingehen, weil ich dachte, das wäre eine Geisterbahn, aber das ist scheinbar nur so ein Laufparcours, kostet hier 5 Euro und da steht jetzt nochmal keine Geisterbahn. Schade eigentlich, aber ist dann halt so. Statt hat das zu machen, gehe ich jetzt zur Südstrandbühne, um dann gleich Gregor Meine live zu so auf dem Weg zur Südstrandbühne. Wir haben jetzt erstmal noch ein paar Dosen runtergekloppt hier. Oh.
treffe ich mir den Patrick hier einmal. Danke. Tja, das hat sich dann wohl erledigt. Der Auftritt von Gregor Meile kann dann leider doch nicht stattfinden, weil der Wind zu stark ist. Ich hoffe nur, dass der sich jetzt, wenn es dann bald mit abschwächt, sodass dann nachher am Ende das Feuerwerk stattfinden kann. So Leute, mittlerweile ist der Wind ganz weg, sodass dann gleich das Feuerwerk stattfinden kann. Da was ich für euch hier von der Kaiser-Wilhelm-Brücke aus filme. So mit dem Feuerwerk, was ist jetzt auch mit dem Wochenende an der Jade 2024 hier in Wilhelmshaven. Ein Fazit dazu gibt es gleich, wenn ich mich ja aus der Menschenmenge rausgeprügelt habe. So, ich habe mich mittlerweile aus der Menschenmenge rausgeprügelt und befinde mich jetzt auf dem Heimweg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Wochenende an der Jade dieses Jahr war so ein Zwischending zwischen gut und schlecht. Es war zwar gut besucht, aber das Wetter hat leider sehr viel an dieser Veranstaltung, wie das Konzert von Gregor Meile, welches mein Highlight dort gewesen wäre, kaputt gemacht. Aber trotzdem hat es mir richtig viel Spaß gemacht dort. Und mit diesen Worten beende ich das Video, Leute. Lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und läutet auf jeden Fall die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Tschüss!